Hi, Robert hier. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Hannover Messe. Wir sagen vielen herzlichen Dank an die Kollegen in Hannover und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in München zugeschaltet sitzt Helmut Schmidt, grüß euch. Helmut, servus. Heute haben wir uns einen Gast eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass Gerald Mies da ist. Hallo Gerald, grüß dich. Hallo zusammen. Zugeschaltet aus, hilf uns, wo sitzt du gerade? Heute in Schwäbisch Gmünd, sonst im Zug in der Schweiz. Sehr schön, Schwäbisch Gmünd, das ist ja hier direkt um die Ecke. Bevor wir loslegen, über Robotik zu sprechen, Gerald, stell dich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du? Ja, Gerald Mies, ich bin seit 30 Jahren in der Robotics, seit über 20 Jahren als CEO oder Geschäftsführer bei großen Roboterherstellern, darunter Fanuc, Klos, KUKA und jetzt Estun. Haben mal 3 Jahre in die Werkzeugmaschinenindustrie reingeschaut und bin dann schnell wieder in die Robotics zurückgekommen. Warum? War das nicht so cool? Na, wenn man die Innovationsgeschwindigkeit der Robotics kennt, ist es unglaublich schwer, sich dafür zu begeistern, wenn man eine Maschine um 3 μ verbessert hat. Das ist ein Riesenschritt in der Werkzeugmaschine. Ja, aber ja. Für einen mit Robotics-Blut ist es dann, ja, die hält sich die Begeisterung dann in Grenzen. Helmut, ich finde, Gerald sollte uns ganz kurz sagen, wer Estun ist, für alle, die es nicht kennen. Gerald, magst du kurz 2, 3 Sätze zu deinem Arbeitgeber sagen? Estun ist eine sehr junge Company, erst 1993 von Bob Wu gegründet, kommt aus dem Steuerungsbau und Servomotorenbau, ist dann erst 2011 in die Robotik eingestiegen und ist seit, ja, sag ich mal, seit 2023 in aller Munde. Da hat Estun in China gerade mal den KUKA, den Yaskawa und den ABB in einem Schritt überholt und ist jetzt auf Nummer 2 der Roboterliste in China. Und das hast du jetzt in Europa auch vor, oder was? Das habe ich in Europa auch vor. Wird allerdings nicht ganz so schnell gehen, denke ich mal. Aber das ist natürlich beeindruckend, dass so eine junge Firma so schnell im Markt aufgestiegen ist. Und das hängt natürlich auch mit der Kultur des Unternehmens zusammen. Genau. Vielleicht kann man da gerne mal ganz kurz einsteigen. Ich meine, China ist per se der größte Roboter-Einzelmarkt mit über 50% der installierten Roboter mit allen Marktteilnehmern. Du hast jetzt gerade gesagt, innerhalb kürzester Zeit ist euch der Sprung auf Platz 2 gelungen. Vielleicht für mich, aber auch für die Zuhörer, vielleicht ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte der Robotik. Du hast gesagt, das hat ein bisschen was mit der Kultur zu tun, ja. Vielleicht auch mit der Produktfamilie. Aber vielleicht erzählst du ein bisschen was, wie schnell das tatsächlich gegangen ist. Ja, wie macht und man was das? Wie man das macht und was die Unterscheidungsmerkmale sind, dass man da ein bisschen was eintauchen können. Also viele von den sehr erfolgreichen Roboterherstellern haben immer die Produkte Steuerung und Servomotoren schon im Programm gehabt. Und das sind natürlich wesentliche Teile des Roboters und machen auch für alle, die mal schon mal Roboter gebaut haben, fast 50% der Kosten aus. Mhm. Und daher ist der Schritt dorthin relativ kurz, weil die Vorgänge, die es gemacht haben, damit auch sehr erfolgreich waren. Was bei Estun halt anders ist, auch ganz anders wie in anderen chinesischen Firmen, die ich kenne. Die Kultur ist sehr geprägt von dem Firmengründer Bob Wu, ein Professor, der dann in die Industrie gegangen ist. Und dieser Campus-Charakter, der zieht sich da noch durch das ganze Unternehmen. Und das bringt unglaublich Geschwindigkeit. Und das ist natürlich gerade in China, wo die Entwicklungsgeschwindigkeit ja sowieso schon sehr hoch ist, da in diesem Unternehmen nochmal ganz klar zu spüren. Aber wie habt ihr das da in China geschafft? Über einen Preis, über eine Technologie? Wie habt ihr die anderen da verdrängt? Generell ist ja der Roboterpreis in den letzten Jahren in China immer schon 20% unter dem des europäischen Markts gewesen. So ist das eigentlich im heimischen Markt nichts Besonderes. Was der Estun gemacht hat, der hat bei so großen Branchen wie die Batterie hat er, um schneller reinzukommen in diese Branchen, auch Verantwortung für die Systeme übernommen. Er hat praktisch
um gerade im Batteriemarkt, der natürlich am schnellsten gewachsen ist, eine Systemgruppe gegründet und hat die ersten Anlagen komplett selbst in Eigenverantwortung gebaut, also die Module- und Packanlagen. Skaliert halt schlecht Anlagenbau, oder? Ja, das schafft natürlich Vertrauen. Die haben früher natürlich nur die bekannten Marken genommen und haben auch mit dem Blick aufs Risiko nicht so recht Lust gehabt, was Neues auszuprobieren. Und dadurch konnte aber der Eston zeigen, pass auf, ich übernehme die Verantwortung dafür, baue die ganze Anlage und zeige euch, dass die Roboter auf dem Niveau sind, wie die anderen großen Hersteller auch. Und damit hat er dort den Einstieg geschaffen. Und das sind natürlich jetzt gerade die großen Absatzzahlen, die da laufen. CATL, da sind über 4000 Roboter installiert von Eston. Mhm. Und das hat sich natürlich im Markt schnell rumgesprochen. Klar. Und da sind natürlich dann die anderen auch aufmerksam geworden. Aber das heißt ja, Gerald, wenn ich jetzt einen ehemals deutschen Marktteilnehmer anschaue, der hat eine Robotik-Sparte und er hat eine Integrationssparte, das ist ein bisschen das, was jetzt Eston ja auch gemacht hat, dass er im Prinzip als Integrator, als Absatzmittler aufgetreten ist. Man hört nur immer, als Integrator ist kein Geld zu verdienen. Ist das in dem Konzept in China dann ein anderes oder wird da quersubventioniert? Ich meine, wenn der Preis eh schon günstig ist und man geht jetzt sogar noch in das Risiko des Anlagenbaus, des Integrators bei einem CATL und anderen, da muss ja am Ende trotzdem noch was verdient werden. Ist das so lukrativ? Ja, also den Hersteller, den Sie gerade im Kopf haben, der hat es mit diesem Konzept natürlich geschafft, dass er über Jahrzehnte 70-80% des Marktes gehalten hat hier in Europa. Und dass der Anlagenbau jetzt so unter Druck ist, das hat natürlich auch damit zu tun, dass deutsche Anlagenbauer halt mit asiatischen Anlagenbauern, mit indischen Anlagenbauern im Wettbewerb stehen muss und das schlichtweg kaum noch möglich ist. Und dann ist der Professor Wu irgendwann zu dir gekommen, Gerald, und hat gesagt, so Gerald, und jetzt machen wir das gleich in Europa oder wie ist das passiert? Fast. Also meine Historie, wissen Sie, dass ich auch Geschäftsführer von Kloß war. Ja. Und Kloß wurde dann später, da war ich aber schon nicht mehr dort, von der Firma Eston übernommen. Und das habe ich natürlich sehr beobachtet, weil ich natürlich sehr viele Freunde und Bekannte dort habe. Und was ist da passiert? Der Kloß, der hat über Jahre, war das eine 100-Millionen-Company in der Robotik und die sind jetzt nahe 300 Millionen. Die haben also selbst einen ehemaligen Familienbetrieb die Möglichkeit geschaffen, auf dem Weltmarkt schnell zu wachsen. Und daher waren sie bei mir persönlich schon immer auf dem Fokus. Mhm. Die Erfolge in China, die haben mir dann den letzten Kick gegeben, einfach die vorhandenen Kontakte nochmal neu zu beleben. Und dann ging es dann sehr schnell. Und was wollt ihr jetzt in Europa verkaufen? Was hast du in deinem Köfferchen, wenn du zum Kunden fährst? Was zeigst du dem dann? Ich habe 80 Robotertypen in meinem Köfferchen, mit sehr wirtschaftlichen Roboter, weil die werden in Nanjing hochautomatisiert. Was heißt denn? Mach mal einen Preis dran. Ich sag mal, schon einiges günstiger wie das, was hier in Europa gebaut wird. Allerdings, man muss dazu sagen, zu einem wesentlich höheren Automatisierungsgrad. Das heißt, die Roboter werden zu einem sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad gefertigt, weit höher wie die Hersteller in Europa. Und das macht natürlich schon was vom Preis aus. Die Rahmenbedingungen in China mit der günstigeren Lieferkette und es gibt natürlich auch noch einen Unterschied in den Lohnkosten, da schlägt sich natürlich auf die Produktkosten nieder. Aber da habe ich nochmal kurze Frage, Gerald. Ich meine, der Fanuc war ja einer der ersten, ich glaube vor 20 Jahren schon oder noch länger am Mount Fuji, wo gesagt hat, seine Roboter sind die ersten Roboter, die vollautomatisiert Roboter fertigen. Roboter, ich vermute mal, so ähnlich wird das jetzt bei Eston auch sein. Das wäre ja vergleichbar, jetzt ist Japan vielleicht ein bisschen teurer wie China oder wahrscheinlich mehr teurer. Aber ist das vergleichbar oder würdest du sagen, da liegen die nochmal eine Schippe technologisch drauf, was die Automatisierung der Fertigung angeht? Also ich denke, der Automatisierungsgrad ist in Japan noch etwas höher. Die Vorteile, dass man mehr wie 80% des Roboters im eigenen Haus fertigt, die schlagen sich natürlich in China noch ein bisschen stärker nieder durch die günstigeren Lieferketten, die eindeutig da sind. Alles, was man in China beschafft, ist im Vergleich
zu Japan und zu Europa doch noch einiges günstiger. Und dann muss das Produkt natürlich auch günstiger werden. Und das Produkt ist 20% unter den Europäern und Japanern oder 25%? Kannst du so ungefähr sagen? Also das Preisniveau in China ist im Schnitt 20% unter dem wie hier in Europa. Jetzt kann man nicht einfach den Roboter von China nach Europa schippen und dann sagen, jetzt ist 20% günstiger. Wir haben hier ein CE, wir haben viele Dinge, die Functional Safety, die einfach zum Roboter gehören. Aber wir haben natürlich auch den Vorteil, dass der Overhead, der doch bei vielen Roboterherstellern in Europa da ist, bei uns wesentlich dünner ist. Jetzt hast du gesagt, 80 war es, ne? 80 Robotertypen. Ja. Ja. Wen fokussierst du? Welche Branchen? Wir deindustrialisieren ja gerade in Deutschland. Wer soll die Dinger noch kaufen? Wenn man in die IFR-Statistik reinschaut, da steht dann 429 Roboter pro 10.000 Mitarbeiter in der Produktion. Mhm. Wenn man es mal anders darstellt, das sind 4,3%. Mhm. Ein Automatisierungsgrad von 4,3% in Hochlohnland ist schon fast eine Sünde, muss ich sagen, wenn man sieht, dass in Korea bei 10% ist und selbst in China bei 4,7%. Da ist ein Riesenpotenzial noch zu heben. Und eins muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man in Europa durch Fertigungen geht, dann sieht man Unmengen an Arbeitsplätzen, die gut automatisierbar wären. Aber dann kommt immer schnell die Antwort, ja, aber der Roboter ist dann nach einem halben Tag fertig. Und dann bleibt das ein händischer Arbeitsplatz. Wenn die Roboter jetzt nicht nur vom Gesamtbeschaffungspreis, sondern auch von den Typen her auch einfacher und günstiger gebaut sind, dann können Sie in 80% der Fälle auch einen Roboter einsetzen, wenn er günstig genug ist, der nur 5 Stunden am Tag arbeitet. Weil letztendlich, wir haben halt das Problem, Sie finden keine Arbeitskräfte mehr und die Unternehmen haben dann einfach nur noch die eine Chance, dass sie das woanders bauen lassen. Aber da hätte ich nochmal eine Frage, weil du hast es richtigerweise gesagt, geht mir ja persönlich auch durch den Kopf, warum haben wir nur 429 Roboter? China hat Deutschland mittlerweile überholt, Korea, das gesagt, sind bei über 1000. Aber es hat natürlich auch ein bisschen was mit der Industrie zu tun, die letzten Jahre gewachsen sind. Cobots vorneweg gehen natürlich an den KMU, an den Mittelstand. Der ist noch ein bisschen verhalten, aber auf was ich hinaus will, ist Bedienungsfreundlichkeit, einfache Integration, Bedienungsoberfläche, das ist so ein Thema, wo man wahrscheinlich skalieren könnte. Jetzt, wenn ich 80 Produkte oder 80 Roboter habe, meine erste Frage, wie ist denn die Bedienungsfreundlichkeit auf der einen Seite? Und 80 Roboter heißt das, unterschiedlichste Varianten, weil ich werde nicht 80 einzelne von 3 Kilo bis 1,2 Tonnen haben. Vielleicht kannst du da nochmal was erzählen. Zum einen, wie setze ich denn so diese 80 Robotertypen zusammen, von Cobot bis zu Heavy Industry? Und das Zweite, wie ist denn Bedienung, Sprache, Usability? Denn ich glaube, das ist etwas, was heute für die Robotik, insbesondere in Deutschland, aber weltweit, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Zum Thema Bedienbarkeit, dadurch, dass S-Tun erst 2011 eingestiegen ist, wo die großen 4 schon lange auf dem Markt waren, können Sie sich vorstellen, dass natürlich die Bedienbarkeit nicht ganz zufällig sehr ähnlich ist wie die etablierten Roboterhersteller. Das heißt, da hat man sich im Griff gehabt und nicht das Rad neu erfunden. Da hat man eine gute Lösung geschaffen, dass viele Operator und viele Programmierer das sehr schnell adaptieren und verstehen können. In Sachen Programmierhilfe, Offline-Programmierung geht S-Tun genau den gleichen Weg wie alle anderen. Auch ROS, ist das ein Thema für euch? Noch nicht in dem Maße. Aber was zum Beispiel, was ich selbst ausprobiert habe bei einem Kunden in China, dass man jetzt nicht den Roboter führt, sondern das Werkzeug führt und das recorded wird und dann der Roboter praktisch die Bewegungen exakt nachvollzieht. Das sind so Wege, wo man die Brücke schlagen will zwischen Cobot und dem Industrieroboter. Und das ist auch nur einer der Wege. S-Tun geht da sehr breit in den Markt und ist auch nicht verschlossen, Kooperationen einzugehen oder sich auch mit anderen zusammenzutun, wo vielleicht ein Trend hingeht. Die Steuerung
von S-Tun ist, ja, ich würde sagen, ist fast offen. Man kann mit dem Python-Skript kann man eigene Dinge da auch ändern, was die anderen bis jetzt nicht zulassen in der Steuerung. Da ist eine ganz andere Philosophie. Und das hat mich auch erstaunt, eine sehr große Offenheit. Wir haben zum Beispiel jetzt über 40 Modelle im Visual Components drin. Sie wissen, wem die Visual Components gehört. Ja, klar. Und da gibt es überhaupt keinen Gedanke dran, das wird einfach umgesetzt. Und da ist man sehr international unterwegs und sucht auch, sage ich mal, den Kontakt zu vielen innovativen Startups, die vielleicht Ideen haben und tauscht sich damit aus. Also da ist jetzt nicht so der Zwang zu spüren, wir wollen alles alleine machen und alles alleine erfinden. Da wird viel ausprobiert und unglaublich viel in der Branche auch mit Netzwerken gearbeitet. Was ist denn dein Lieblingsroboter von den 80? Wo sagst du, das ist mein Favorite? Mein Favorite ist der, ich sag mal, der typische Roboter von 165 bis 260 Kilogramm. Da kennt jeder dieser Roboter, der wird unglaublich viel eingesetzt. Und da hat S-Tun ein ganz feines Raster. Und das ist natürlich interessant. Da gibt es nicht nur zwei Modelle, da gibt es bestimmt 4, 5 Modelle mit verschiedenen Armlängen, wo man dann wirklich optimal auf die Gewichtsklasse, auf die Reichweite das richtige Produkt wählen kann. Und dann natürlich auch eventuell dadurch günstiger ist. Lieferzeit, wenn ich den jetzt so sage, Gerald, ich will so einen haben? 10 Wochen. 10 Wochen? Top, ja. Die Wette gilt. Mit dem Zug? Mit dem Zug, ja. Das heißt, baut ihr ein eigenes Lager hier auf? Kommt alle Ware oder soll alle Ware aus China kommen? Oder wird nachher der Partner-Integratoren-Netzwerk womöglich der Zwischenhändler sein? Oder wie stellt also das? Wir bauen selbstverständlich einen europäischen Stock auf, wie die anderen auch. Wir haben wirklich da einen kleinen Vorteil, dass auch der Landweg funktioniert. Das heißt, wenn ein Roboter dringend gebraucht wird, müssen wir den nicht per Luftfracht schicken, sondern wir können den auch per Schiene schicken. Und wir werden in Polen, werden wir auch ein Fertigungswerk bauen und in Zukunft auch für den europäischen Markt die Hi-Runner in Europa fertigen. Das ist spannend. Und Integratoren suchst du dann jetzt auch wahrscheinlich, oder? Ja, sie wissen, wo ich herkomme. Und, ja. Oh, jetzt wird's gut. Da ist der Integrator, wie es jetzt der Michael Kloß hat gesagt, der Held der Robotik ist der Integrator. Ja, genau. Und das kann ich nur unterstreichen. Der Integrator ist der beste Multiplier in den Markt rein, weil der ist nah beim Kunden, der ist nah am Prozess. Und dem geht's aber total schlecht gerade. Ja, weil die Roboter zu teuer sind. Ich dachte, die Projekte fehlen. Nein, die Projekte im Moment, die fehlen, weil der Gesamtmarkt mal eine Delle hat. Wenn man die Statistik zurückverfolgt, wann die Robotics mal eine Delle gehabt hat, dann ist das ein kurzer Event von 1 bis 2 Jahren und dann geht's dann umso schneller wieder hoch. Gerade wenn es der Wirtschaft schlecht ist, ist ja eine Antwort die Automation. Und das ist vielleicht das Gute, was wir von Covid zurückbehalten haben. Dieser Glaube, dass die Lieferketten einfach immer funktionieren, das wissen wir, dass das nicht so ist und dass ein Schiff im Suezkanal die ganze Wirtschaft in Probleme bringen kann. Und das hilft auf jeden Fall der Automationsbranche in Europa, weil dieses Rezept, dann gehen wir einfach nach Asien oder gehen noch weiter in den Osten, das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Das heißt, du suchst aber Integratoren? Ja. Kann man dir eine E-Mail schreiben? Gerald, ich will Integrator werden bei dir. Ich kenne die doch alle. Ach, du kennst die alle. Dann hast du alle schon unterschrieben. Wie viel hast du denn schon am Start? Wir haben unser erstes Meeting in Frankfurt vorletzte Woche gehabt mit 16 okay. Mitarbeitern. Wir sind jetzt 2 Monate unterwegs, haben 16 Mitarbeiter und haben 330 Jahre Erfahrung in den Mitarbeitern. Das heißt, wir fangen natürlich nicht bei Null an. Wir kennen die Branche, wir kennen die Mitarbeiter, wir kennen natürlich unsere Mitbewerber und wir wissen natürlich genau, wo wir interessant sind, wer auf uns wartet. Stichwort Tier One. Die haben richtig Probleme jetzt, Kostenprobleme und die brauche ich nicht anzurufen, die rufen mich an. Das kann ich gut verstehen. Aber Gerald, da vielleicht auch mal eine Frage. Klar, du hast das Thema Kosten angesprochen, das kann ich verstehen.
Es gibt allerdings jetzt in China natürlich den 5-Jahres-Plan, wo die Robotik ganz stark im Fokus ist. Auf was ich hinaus will, es wird der Yako und alle anderen Chinesen vermutlich es tun folgen oder einige sind ja schon da, wird dann mit gleichen, wie sagt man so schön, mit gleichen Preisen agiert oder dann ist ja vielleicht Preis nicht mehr das Unterscheidungsmerkmal oder gibt es dann noch was anderes? Weil ich vermute ganz stark, die anderen chinesischen Hersteller werden ja auch nicht auf sie warten lassen. Oder wie schätzt du das ein? Vielleicht täusche ich mich auch. Also wenn man mal sich die anderen chinesischen Hersteller anguckt, da gibt es halt wenige, die wirklich in diesem breiten Portfolio sich an den etablierten Herstellern ausgerichtet haben. Der eine hat im Schweißen einen Schwerpunkt, der andere im Handling mit Skaras und der andere im Palettieren. Das sind wenige, die jetzt wirklich so aufgestellt sind, dass sie wirklich mit dem Portfolio in einen Markt reingehen können und den auch komplett bedienen können. Das heißt, von den eigenen chinesischen Wettbewerbern hast du erstmal keine Angst, weil du sagst, nee, die können uns es tun, nicht das Wasser reichen. Vermutlich, höre ich jetzt raus. In Europa wird's schwer, weil nur eine Organisation aufzubauen, sage ich mal, auf Schwerpunkt Aqualink-Roboter ist unglaublich schwierig. Oder auf Skaras. Skaras ist sowieso in Asien, der Markt ist viel, viel größer. Und dass wir jetzt, sage ich mal, so jetzt uns aufstellen können, wie wir das gerade machen, das ist natürlich auch ein Glücksfall, dass sich das Netzwerk so schnell gefunden hat. Und das muss man natürlich auch im Hintergrund haben, sonst fängt man wirklich bei Null an und muss erstmal Personal suchen. Und das ist natürlich in den jetzigen Zeiten auch gerade bei den Experten unglaublich schwierig. Helmut, letzte Frage von dir. Ja, nochmal auf die Produktfamilie. Du hast ja gesagt, dein Liebling ist in der Industrie 100 bis 250 Kilo. Jetzt tut sich natürlich wahnsinnig viel im Bereich der Cobots. Da würde ich nochmal kurz die erste Frage hören. Wie schaut das Portfolio aus? Da findet ja auch mittlerweile ja auch eher ein Verdrängungswettbewerb statt. Und das zweite ist der Humanoide, der in aller Munde ist. Habt ihr sowas? Kommt sowas? Und ist ja auch China ganz vorne mit dabei. Das wären vielleicht meine zwei Fragen nochmal zum Cobot und zum Humanoiden. Den humanoiden Roboter, den haben wir auf der CIIR in Shanghai im September vorgestellt. Da war der bei uns auf dem Messestand. Den humanoiden Roboter, ich muss mal, sage ich mal, sehen wie ein Formel-1-Rennwagen, der von Mercedes kommt. Das sind natürlich Maschinen, wo alles reingepackt wird, was gerade an Technik geht, um zu zeigen, was möglich ist und um sich auch selbst zu challengen. Was dann in die Serie geht, was wirklich dann interessant ist, gerade für den industriellen Kunden, das sind natürlich auch Erkenntnisse aus solchen Forschungsprojekten, aber dass wir jetzt den humanoiden Roboter jetzt zum nächsten Systemhaus anbieten, das wird noch eine Zeit lang dauern. Den werden wir vielleicht auf Messen haben, um wirklich auch Leute für die Robotik, für die Automation zu interessieren. Dafür sind die natürlich unglaublich gut. Aber viele Elemente, die da jetzt verarbeitet werden, kommen natürlich aus dem Cobot raus. Und wir sind mit dem Cobot, sind wir jetzt mit drei Modellen auf dem Markt. Cobot, da habe ich mich auch persönlich erstmal ein bisschen mit anfreunden müssen. War früher gar kein Cobot-Fan, weil er völlig überbewertet wird. Wir haben 10% des Anteils der Roboter ist der Cobot und das bleibt relativ stabil. Und der ursprüngliche Gedanke, dass der Mensch mit dem Roboter zusammenarbeiten soll, das hat sich natürlich jetzt auch verflüchtigt. Den Cobot liebt man, weil er so schön zu programmieren ist und das ist auch eine tolle Sache. Und ich sehe den zum Beispiel ganz, ganz stark in der Schweißtechnik kommen. Diese Abertausenden von kleinen Fertiger, die für den IKEA zum Beispiel die Möbelgestelle schweißt und sowas, dafür sind die natürlich unglaublich gut und ist natürlich auch ein Einstiegsgerät für die Automation. Weil der Einstieg ist vielleicht auch der Grund, warum wir nur diese 4,3% haben, weil man immer denkt, ich brauche den Physiker, dass ich das Ding also laufen kriege. Mit dem Cobot, da hat man halt einen einfachen Einstieg. Und wenn man dann mal die Benefits in Euros sehen kann, dann ist die Hemmschwelle auch viel, viel niedriger, dass man sagen kann, jetzt gehe ich in den Industrieroboter rein. Aber bitte pack nicht noch eine GPU an den Cobot.
Warum? Ja, das ist gerade Trend, dass jeder eine GPU an die Cobots dran schraubt und sagt, machen wir nochmal ein bisschen KI hier am Roboter. Und ich glaube, dass wir viele Applikationen, die der Cobot einfach bedient, dass wir die einfach, da brauchen sie Plug-and-Play-Lösungen, die funktionieren und die laufen und nicht nochmal groß KI und alles schnick-schnack-schnack. Ich glaube, da braucht es einfach robuste Lösungen. Ich denke, da haben Sie vollkommen recht. Wir wollen auch wirklich die Einstiegsschwelle möglichst niedrig haben. Aber auf der anderen Seite werden wir auch externe Achsen anbieten für Applikationen, die vielleicht weitergehen. Ja, voll in Ordnung. Aber ich glaube, es gibt Cobot-Applikationen, da braucht es keine GPU. Da braucht einfach links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja. Ja, und das ist ja das, was die Kunden haben wollen. Genau. Ich komme gerade von der Europlech. Da ist ein kleiner Stahlbauer vorbeigelaufen, der Treppengeländer baut. Der wollte den Cobot auf der Messe kaufen. Weil er einfach gesehen hat, das kann ich sofort umsetzen. Ich kann schweißen, ich brauche dazu nichts zu lernen und kann aber meine Prozesse teilautomatisieren. Und das ist, sage ich mal, wirklich unschlagbar, um den Markt noch weiter zu erschließen. So, Gerald, letzte Frage von meiner Seite. Wann hast du die anderen überholt? Was ist euer Ziel? 5 Jahre? 10 Jahre? Nein, wir sind ja ganz bescheiden. 15. Wir nehmen uns 5-10% Market Share in Europa vor, weil wir müssen ja auch unsere Leute mitnehmen. Ist ja nicht so, dass wir mit unseren 16 Leuten, die wir heute sind, Ende des Jahres sind wir wahrscheinlich 25, wollen wir da im großen Stil rein, dann müssen wir parallel auch die Leute finden und ausbilden, die das auch können, weil Service und Training ist absolut wichtig. Ja. Um die Geräte auch effizient zu nutzen. So 5-10% Marktanteil, das ist das, was wir so in 4-5 Jahren schaffen wollen. Wenn der Trend halt so weitergeht, dass jetzt so, sag ich mal, große Tier Ones gezwungen sind, in andere Preiskategorien einzusteigen, dann kann es natürlich auch schneller gehen. Wir drücken euch die Daumen, Gerald. Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße nach Schwäbisch Hall. Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd. Ja, oh, Entschuldigung. Jetzt gibt's Stress. Ja. Schöne Grüße nach Schwäbisch Gmünd. Ja. Dankeschön. Tschüss. Danke für das Gespräch. War sehr spannend. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.